Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim nächsten Mal haben mir Commander Izzet geholfen, einen Onsen zu finden und ein spannendes Bad zu nehmen, auch wenn wir ein bisschen zu seinem Glück gezogen haben. Und heute haben wir hier eine Mission in Kolonie Gamma, nämlich darf Mio heute mal zur Ausbilderin werden. Und dafür müssen wir ein Gespräch am Tisch hier absolvieren. I'm getting peckish. Do we have any snacks? Let's have a little huddle up. Stimmt, sie kommt ja sogar von hier, ne? Ja, du bist beliebt. Ein weiterer Zorro. Okay, das wird langsam besorgniserregend. Das klingt gruselig. Verläuft sich doch auf dem Weg. Da ist jemand sehr enthusiastisch. Das ist doch schon mal positiv. Warte, wir sollen dir folgen. Oh nein, wir werden verloren gehen. Och, ne, und das ist dann auch noch der Adjutant, die Person, die sich ständig verläuft, um Gottes Willen. Da haben die Soldaten ja viel zu tun. Ja, wir sehen. Na gut.
liegt denn da Schönes? Dunkeltraum. Wahrscheinlich hat jemand Trauben gesammelt und wurde dabei angegriffen. Big responsibility. All under control. I don't want to do this, but you're in our... I need you, Leon! You're in our... Am besten auf den Größten zuerst. Die werden nicht lange leben. Zack! Nur ein Vogel. Ob die Soße auf die Dunkeltrauben stehen? Alles tun, damit die überleben, ne? Das ist nicht besonders nett. Wie ist die Adjutantin geworden?
Richtig, jeder Mensch ist verschieden. Verlauf dich nicht. Im Übrigen, da ich hier wieder einfach nur irgendeinem Kameraden hier am Folgen bin, erspare ich euch die Wege, ne? Auch wenn sie nur so 1-2 Meter sind. Die sind doch innerhalb von Sekunden kaputt. Sag ich doch. Ja, das stimmt alles. Sie ist eine wirkliche Schönheit. Lass den Kopf nicht hängen. Sie fühlt sich der Aufgabe wahrscheinlich nicht gewachsen. Da kommt die nächste Brigade.
Das ist ein wunderschöner Moment. Dann sage ich die ganze Zeit, believe in yourself. Wenn du dir ja nicht glaubst, wieso sollten es dann andere tun? Bitte tu es nicht. Bitte sag, ich darf porten. Das war ein schöner Moment. Na gut, zurück zur Kolonie Gamma. Okay, keine weiteren Lehraufträge mehr. Sidos Stärkungsmission? Wo muss ich dafür hin? Warte mal, darf Sido vielleicht nicht in meinem Team sein? Okay, hier läuft Sido rum. Aber eine Mission habe ich nicht bekommen. Schieße Sidos Stärkungsmission ab, kriege ich hier halt nur. Ich habe jetzt Sido die ganze Zeit gesucht. Vielleicht hier auf dem Feld, wenn ich da jetzt einfach mal drauf gehe. Nö. Ich glaube, ich muss entweder erst meine Kolonie-Stufe, also Harmoniestufe steigern. Oder weiter in Story voran. Jedenfalls im Liegengebiet hier ist nichts mehr. Momentan. Gucken wir mal Kolonie Jota. Okay, hier ist zumindest schon mal Information. Sie hat bald Geburtstag. Okay, hier ist irgendwo noch ein weiterer Mensch zum Bequatschen. Beziehungsweise zum Ausforschen. Ah, da ist die nächste Information. Scheint aber auch die einzige Info hier zu sein. Naja, er wird ja trotzdem irgendwie gefeiert, ne? Ja.
Oh. Zeig doch mal Gefühle. Das ist immer eine Option. Ach, Lady. Warum habe ich so viele Punkte? Ein Plan, eine Überraschungsparty wahrscheinlich. Das klingt jetzt fieser, als es wahrscheinlich gemeint ist. Das Gefühl kenne ich wiederum. Oh, so that's how they're doing. Für eine Person muss ich weit reisen. Hilfreich. Tun wir. Die Mission machen wir übrigens heute noch, ne? Falls das nicht aufgefallen ist. Bei der anderen Mission bin ich ja wirklich einfach nur der einen hinterhergelaufen. Das macht es langsam jetzt noch trauriger mit ihrem Geburtstag. Ich meine, zu Alexandria hatten wir die Heldenmission noch nicht. Ich meine das zumindest. Ein einfacher Soldat?
Das könnte so eine Standardantwort von mir sein. Ich frage mich nicht warum, weil ich habe keine Ahnung. Wo ist denn die letzte Person? Mir fällt gerade übrigens auf, eventuell käme man von hier dahin. Ich glaube, die sind in diesem unteren Bereich. Aber wir können ja trotzdem mal gucken, wegen der Schreibblockade, ob ich von hier aus dorthin komme. Na guck mal, ich habe den Weg gefunden. Ich bin hier hinten rum einmal rumgegangen und hier ist eine Stelle zum Klettern. Darüber kommen wir zu diesem Balken. Und folglich zu unserem Item für die eine Blockade da. Ich laufe hier nur mal eben kurz weiter ein kleines Stückchen hier entlang. Na guck mal, ich muss sogar hier hoch. Alter, ist das weit oben. Wunder, dass ich das bei dem einen Part nicht gefunden habe, wenn das so arg weit oben ist. Ich hoffe, da oben ist ein Reisepunkt. Was ich dann nochmal hin muss. Da käme es ja im Leben nicht auf, von selber drauf. Würdest du jetzt nicht aktiv alles absuchen? Oh, bin ich weit oben. So. Das muss ja eigentlich sogar ein Geheimpunkt sein. So weit oben, wie das ist. Von der richtigen Stelle aus kann man bestimmt in den Teich da reinspringen. Aber sofern hier oben kein Reisepunkt ist, will ich das nicht sofort prüfen. Erst gucken, ob ich einen Punkt zum Reisen habe. Ja, Geheimpunkt. Fingerspitze. Ach, euch. Die mache ich schnell fertig. Die machen wir schnell fertig. Hier sind sogar zwei Sachen zum Einsammeln. Ein Ding schon mal kaputt. Beide kaputt. War mega versteckt. Und von hier oben aus kann ich sogar eigentlich da reinspringen. Solange ich ins Wasser falle, sterbe ich nicht. Ernsthaft, das ist kein Reisepunkt? Aber dass man überhaupt auf diese Fingerspitze klettern kann, finde ich schon krass. Na gut, der Finger ist der Reisepunkt, ne? Aber wer kommt denn darauf, auf einen Finger zu klettern? Ich glaube, die Geschichtenschreiberin haben wir damit aber, glaube ich, auch alles. Ist das hier vorne vielleicht noch zufällig ein Punkt? Von hier aus könnte man auf jeden Fall gut Kolonie 4 ausspionieren. Na gut, dann reise ich jetzt mal zu der einen Kamerade, ne? So, Chelle. Hm? Streiten die öfter? Jetzt bin ich gespannt, wo die eigentlich ist.
some relations have changed. Wie glauben mit? Wahrscheinlich will sie zu diesem Hochland. Ja, sie ist ja misstrauisch wie sonst was, ne? War ich das schon mal? Shikati ist, glaube ich, nicht so wirklich eine Kämpferin. Break time's over. So, wo ist das denn? Ach, direkt hier. Seems like we'll have to loop around from the right. Then we dash all the way up. So schnell zu ihr. We can get up top from there. Snuff it. We gotta hurry. Watch your footing, guys. It's another thing to see it for yourself, eh? Not far now. I'll claim the ether here.
not too late. It's not too late. Hier ist ein Bus. So, die machen wir fertig. Jetzt den ganzen Weg hier erstmal hochgelaufen. Hier ein paar Meter vor uns ist auch direkt ein Boss, den können wir gleich direkt darauf folgend fertig machen. Dann haben wir den Reisepunkt. Alter, sind da viele Höhlen. Ja, sehr passend. Das meint sie nicht.
Oh. Du wolltest, dass sie sich öffnet, jetzt tut sie's. Ja. Ja, Ende gut, alles gut. Im Übrigen, im Boss hinter mir, den lasse ich doch jetzt in Ruhe, weil bei mir die Folge ist schon recht lang. Wir machen den Mückerich da hinter mir einfach beim nächsten Mal fertig und gehen danach nochmal zur Kolonie Iota. Und natürlich verabschieden wir auch die ganzen Höhen, die da rechts liegen. Aber auf jeden Fall. An der Stelle sage ich, ich hoffe, dass euch der Part heute gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.